Wir haben jetzt zwei Varianten kennengelernt, Fehler, naja, abzuschätzen. Die eine ist letztlich die Best-Case-Variante, dass also Fehler sich gegebenenfalls in gleicher Richtung bewegen und sich eventuell sogar auslöschen, so wie wir das im ersten Beispiel gesehen haben. Und die zweite ist die sogenannte Worst-Case-Betrachtung, wo man davon ausgeht, dass die Fehler sich so aufaddieren, dass es gegen uns wirkt. Nun, beide Varianten sind natürlich ein bisschen irreal. Natürlich bei der Worst Case können wir davon ausgehen, dass es schlimmer nicht werden wird. Und bei der anderen Abschätzung, bei der Best Case, können wir natürlich eigentlich auch wenig sagen. Wir können höchstens sagen, also besser als so wird es dann definitiv nicht. So, nun ist es aber so, dass man meist irgendwie weiß, man hat irgendwie einen Fehler, der ist nicht gerade gleich, 10%. Sondern der ist kleiner, meinetwegen auch kleiner gleich 10%. So, nur wie, wo er denn da liegt, vielleicht sogar kleiner gleich plus minus 10%, also der Betrag des Fehlers, wo der genau da liegt, ob das jetzt bei 0%, 1, 2, 3 und so weiter ist, und mit welcher Chance er bei welchem wirklichen Fehler liegt, das weiß man vielleicht nicht so ganz genau. So. Man kann vielleicht noch sagen, wie die Verteilung des Fehlers dazwischen ist. So, und so kommen wir dann zu dem Thema unbekannte Einflüsse und die Unsicherheit. Nicht? Wir kommen jetzt zu einem Punkt, wo man sagen würde, okay, dazwischen wird sich der Fehler wohl bewegen. Ich gehe ganz bewusst mit sehr einfachen Sachen jetzt vor, wo Sie eigentlich fast im Kopf nachvollziehen können, was passiert. Ganz einfach, um Sie an der Stelle da so ein bisschen abzuholen und ein Gefühl dafür zu vermitteln, was wir hier eigentlich tun. Und ich würde jetzt als allererstes mal auf die Gleichverteilung eingehen. Nicht, weil die Gleichverteilung eine Verteilung ist, die häufig und sinnvoll angenommen werden kann, außer vielleicht beim Würfel, sondern weil man da ganz, ganz viele Sachen einfach so im Kopf ja, mitberechnen kann. So, und bei der Gleichverteilung ist es eben so, dass das Ergebnis eines Zufallsprozesses liegt zwischen den Grenzen A und B und dazwischen ist jeder Wert gleich wahrscheinlich. Glaube, da muss man nicht allzu viel zu sagen. Schauen Sie einfach einen Würfel an. Wenn der Würfel fair ist, dann kommen da so viel Einsen raus, oder sollten da so viel, ist eine 1 so wahrscheinlich wie eine 2, eine 3, eine 4, eine 5, eine 6. So, man kann das Ganze jetzt natürlich auch normieren und so. Das möchte ich aber noch gar nicht tun, sondern wir würden dann einfach einen Zufallsprozess machen. So. Und dann würden wir erwarten, dass wir hier die Werte x haben und dann hat man hier irgendwie eine Anzahl erwarteter Outcomes und dann würde man davon ausgehen, wenn ich jetzt x mal hier den Versuch mache, dann habe ich unter einer Größe a nichts, oberhalb einer Größe b auch nichts. Und dazwischen habe ich immer die gleiche Anzahl von Ergebnissen. So. Nun, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil hier das N0 hängt jetzt von der Anzahl der Versuche ab. Also wenn ich den Würfel jetzt 1000 Mal gewürfelt habe, dann ist N0 eben ein anderes, als wenn ich das nur 100 Mal gemacht hätte. Deswegen ist es vielleicht sinnvoller, das Ganze zu normieren.
Also könnte jetzt ja auch sagen, dass man die Normierung eben umstellt und macht das Ganze hier jetzt auf eine Dichte, also teilt das durch n Gesamt. So, da hätte man aber prinzipiell den gleichen Verlauf hier noch. Gut. Man könnte hier auch vorgehen und ein Histogramm mal nehmen. Ich möchte dazu zunächst mal, damit man das auch wirklich im Detail nachvollziehen kann, ein Beispiel machen. Und in diesem Beispiel, da habe ich 50 Versuche gemacht mit Zufallszahlen. Zwischen 0 und 1 und das, was da rauskam, nicht, dass man das jetzt auswendig lernen müsste oder so, sondern ganz einfach nur, um es auch wirklich im Detail nachvollziehbar zu machen, was dabei rauskommt, auch jeden Wert nachvollziehbar zu machen, sind das hier die Ergebnisse, die 50 Ergebnisse, und wenn man die aufträgt, dann kommen da, kommt ja diese grafische Darstellung bei raus. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, nicht, wie man das aufträgt. Sie sehen, da ist, kommen Werte, die gehen oben bis an die 1 ran und da gehen, sind Werte, die gehen bis an die 0 runter, aber nicht genau auf die 0 drauf und nicht genau auf die 1 drauf. Das ist aber letztlich irrelevant, ob Sie wirklich auf die 1 drauf gehen könnten oder auf die 0 drauf gehen könnten. Sie können jedenfalls unendlich dicht dran gehen. Man könnte jetzt hier noch untersuchen, wo der größte und der kleinste Wert irgendwo ist hier in diesem Zusammenspiel. Ich glaube hier dieser 002, das ist ein ziemlich kleiner schon hier da, der möchte zum Beispiel. Oder eben großer Wert, irgendwo 9,6 haben wir hier. Da, ja, der ist schon sehr groß, einer der Extremen und so. Irgendwo muss es einen 9,7er geben. Den suche ich jetzt aber im Detail nicht daraus. So, jetzt ist die Frage, wie charakterisiert man das am besten? Also so, das einfach nur als Zahlen dastehen zu lassen, ist eben sehr, sehr mühselig. Und da könnte man zunächst mal hergehen und könnte eine grafische Darstellung finden. Fische. Darstellung, in der Klassen von Größen von Werten analysiert werden, oder zusammengefasst werden. Also man würde letztlich eine Histogrammdarstellung nehmen. Und in dieser Histogrammdarstellung, da teilt man eben die möglichen Werte mögliche ja, Wertebereich wird in MBIN, hier zum Beispiel 10, Bereiche, ich nenne das auch gerne Eimer, aufgeteilt, es wird gezählt, wie viele Werte in jedem Eimer liegen. So, ist relativ einfach. Das heißt also, man würde einfach hergehen und würde sagen, okay, ni, also die im Eimer i zu liegen kommen, ist die Anzahl der x mit ai kleiner x kleiner gleich bi.
Das ist jetzt nur die formale Aufschreibweise, könnte man aber einfach machen. Oder man kann das auch noch normieren. Oder normiert, dann haben wir ein ni' ist gleich ni durch n gesamt. So, das wäre also jetzt eine Dichte. Und das ist eine Anzahl. Und wenn ich das für meine 50 Gruppen, 50 Werte mache, dann komme ich auf solche Histogramme. So, kann man ja sehr eindeutig sehen, nicht? Also auf der linken Seite habe ich habe ich immer die Anzahl aufgetragen und das wiederum würde natürlich skalieren mit mehr und mehr und mehr Versuchen. Wenn ich da eben nicht 50 nehmen würde, sondern eben noch mehr, dann würden die Werte eben einfach größer werden. Und das passiert eben auf der rechten Seite nicht, wo ich tatsächlich eine Dichte nehme. So, typischerweise, theoretisch sollte natürlich ni' hier sollte jeweils 10% oder 0,1 sein. Bei 10 Eimern und einem Bereich genau in 10 gleiche Bereiche aufgeteilt mit einer Gleichverteilung müsste das rauskommen. Das tut es hier nicht. Sie sehen, dass das Ganze hier schwankt. Und zwar einmal hoch zu 20%. Das ist das hier. Und runter auf 4%. So, das liegt aber einfach daran, dass wir hier nur 50 Versuche gemacht haben und das Ganze in 10 Eimerchen teilen. Also das ist jetzt keine gute Lösung. Aber der Weg ist schon mal gezeigt, was man machen könnte und machen sollte. Wir können uns jetzt ja auch die theoretische Verteilung einfach angucken und kommen dann auf so etwas wie eine Wahrscheinlichkeitsdichte. Beziehungsweise sogar Wahrscheinlichkeitsdichte Funktion, auf die wird es dann letztlich hinauslaufen. Die nennt sich auf Englisch auch die Probability Density Function und was für die gelten muss, das nämlich das Integral von minus unendlich bis unendlich der PDF von x dx gleich 1 ergibt. Also wenn ich alle möglichen Ergebnisse aufaddiere oder zähle, dann muss ich auf 100% kommen. So, in dem Bereich, in dem, was wir jetzt hier hatten, Gleichverteilung, zwischen A und B muss also letztlich gelten, dass alles ja zwischen A und B liegt, also das Integral von A bis B, k dx muss gleich 1 ergeben und pdf von x gleich k, also konstant dazwischen, das schreibe ich jetzt nicht mehr sauber aus. Und dann kommt natürlich hier raus, dass das Integral gleich k mal b minus a ist und damit ist k gleich 1 durch b minus a. So, die PDF würde also angegeben werden von x ist gleich 1 durch b minus a. A kleiner gleich x, kleiner gleich b und 0 sonst und sieht so aus. So, ne, da ist sie. Und die Fläche ist 1 davon. So, das war es schon eigentlich. Soweit so simpel. Wichtig ist mir, wie ich sage es nochmal, wichtig ist mir natürlich, dass es darum geht, dass man das auch so vom
Gefühle ein bisschen nachvollziehen kann und dass man sich jetzt nicht hier in der Mathematik oder hinter der Mathematik versteckt, sondern das Ganze eben auch einfach begreifen kann. So, wir haben eine Wahrscheinlichkeitsdichte angegeben. Die Wahrscheinlichkeitsdichte ist in dem Bereich zwischen A und B konstant. Das ist eben die gleichförmige Verteilung. Und es muss eben so definiert sein, dass die Fläche gerade 1, also 100% ergibt. Und dann heißt das eben, dass die PDF von x 1 durch b minus a ist, da wo es überhaupt was ist, und ansonsten ist sie eben 0. Okay, ich führe einen weiteren Begriff ein. Nämlich die kumulative Wahrscheinlichkeitsdichte. Auch hier wieder eventuell auch die kumulative Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion. Und was uns hier interessiert, ist die Frage letztlich, wie viele Ergebnisse kleiner oder gleich als x1 sind zu erwarten. Wir können das unmittelbar beantworten, wenn x1 irgendein Wert kleiner als gleich a ist, dann haben wir keine Ergebnisse, also 0. Und wenn x1 größer oder gleich b ist, dann haben wir 100% aller Ergebnisse. Sind kleiner gleich x1 keine Ergebnisse, sind kleiner oder gleich x1 müsste man hier oben ergänzen. Nicht? Also unter a sind gar nichts und über b, also kleiner als b sind sie alle. Und kleiner als a sind keine. Und die Frage ist jetzt eigentlich nur, was ist dazwischen? Nun, eigentlich muss man dann nur aufintegrieren. Man hat dann nämlich die CDF von x1, muss ich jetzt angeben, ist gleich minus unendlich bis x1 PDF von x dx. Lässt sich in diesem Fall relativ einfach angeben, indem wir unsere Wert hier einsetzen. Ich möchte das formal hinschreiben, aber eben nicht durch Mathematik Ihnen den Blick verstellen. Das ist dann also gleich. Nun eigentlich müssen wir hier nur von b aus integrieren. Also ist das x1 minus b, Quatsch, von a aus integrieren. X1 minus a durch b minus a, also einfach eine Gerade. Ich könnte das jetzt noch einzeichnen. Ich hole mir das Ergebnis, das ein bisschen schöner ist, vorbereitet. Das haben wir hier. So. Es wird hier oben auf die 1 gehen. Man sieht sie hier durchscheinen. Da ist die 1. Und dazwischen ist es linear. Brauchen wir nicht hinschreiben, sieht man. Um das sauber anzugeben, müsste man jetzt noch sagen, CDF von x1 ist gleich 0 für alle x1 kleiner oder gleich a. Integral von a bis x1 k dx gleich x1 minus a durch b minus a für a kleiner x kleiner b und 1 oder eben 100% für x1 größer gleich b. Gut. So, das wäre das schon. Jetzt ist es vielleicht ganz sinnvoll, mal über charakteristische Werte eben auch zu sprechen, die wir hier haben. Und zwar macht man das einmal für die wirklich theoretische Verteilung, die wir jetzt über die Funktionen gegeben haben, oder eben auch für die Werte, die wir aus den Messungen rausgekriegt haben, also für meine 50 Werte, die ich da stehen habe. Charakteristische Werte.
So, da haben wir natürlich erst einmal hier den Mittelwert der Stichprobe. So, was ist das? Nun einfach der Mittelwert eben. Das heißt, Sie nehmen irgendwie die Anzahl Ihrer Werte n und dann wird einfach hier alle Werte aufaddiert und durch n geteilt. Das ist alles. Das ist letztlich gezeigt, auch hier oben, wie sich das entwickelt über den mittleren, nur den Mittelwert. Nicht? Sie sehen, nur, zunächst definieren wenige Werte den Mittelwert und dann werden das immer mehr und so weiter und so fort, bis das Ganze dann gegen irgendeinen Wert hier irgendwas bei 0,57 oder sowas läuft. Was das theoretisch wird, wissen Sie wahrscheinlich. Ich rechne es aber jetzt nochmal aus oder schreibe es Ihnen auch sauber hin. Nämlich brauchen wir jetzt noch den für die Verteilung. Und das ist der Erwartungswert. Der Verteilung und den können wir auch sofort ausrechnen. Das mache ich gleich auch. Das ist nichts weiter als μ ist gleich das Integral von minus unendlich bis unendlich x mal PDF von x dx. Also hier wird einfach nur der Wert x multipliziert mit der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Damit wird jeder Wert entsprechend seiner Wahrscheinlichkeit gewichtet. Und das können wir jetzt hier auch eintragen. Das ist nämlich das Integral von a bis b. X durch b minus a dx. Nun, das ist gleich einfach integriert 1/2 b Quadrat minus a Quadrat durch b minus a und da kommt natürlich das erwartete a plus b halbe raus. Ich glaube, keiner ist von was anderem ausgegangen. So, ja, die Werte, die wir jetzt hier haben, klar, dass wenn wir jetzt 0 und 1 einsetzen für a und b, kommt dann natürlich für μ 0,5 raus und für das x quer nach meinen 50 kommt irgendwas anderes raus hier. 0,5 4 oder sowas in der Richtung. Kann man einzeln nachrechnen, wenn man möchte. Damit haben wir aber nur einen Punkt beschrieben. Wir haben nämlich nur beschrieben, welchen Wert man erwarten würde oder was der Mittelwert ist. Da geht die Information über die Breite der Verteilung, fehlt hier komplett. Ist überhaupt nicht drin. Es fehlt die Information über die Breite der Verteilung. Und da könnte man natürlich hier angeben, Min und Max. Können wir uns raussuchen aus der Tabelle. Und hier können wir angeben die Grenzen a und b. A. Das ist aber, das ist für diese Gleichverteilung natürlich sinnvoll, das zu machen. Das ist aber für die für andere Verteilungen, die wir gerne noch sehen würden, nicht unbedingt sinnvoll. Ich meine, man kann das hier machen, aber anders irgendwie nicht so richtig. Was man aber machen könnte, ist, man könnte angeben, besser die mittlere Abweichung vom Mittel beziehungsweise Erwartungswert. Das heißt also, man könnte jetzt hier im Prinzip eigentlich hier messen x minus x quer, Betrag und so weiter. Betragsbildung ist doof, Betragsbildung macht man nicht. Besser ist, über das Quadrat zu gehen, über die quadratische Abweichung zu gehen. Hat Nachteile, aber vor allem den Vorteil, das ist alles differenzierbar und so. Und alles analytisch zu gehen. Also x minus x quer
Quadrat. Ebenso, alle Abweichungen werden positiv gezählt. Also es gibt kein Negativ, das sich da irgendwie ausgleichen könnte oder so. Aber wir haben natürlich eine stetig differenzierbare Funktion, die wir jetzt genommen haben. Und das macht die ganze Sache ein bisschen angenehmer und einfacher. So, und das könnte man natürlich hier machen für die Standardabweichung auf der linken Seite. Und zwar würde man da, ich bleibe mir erstmal beim quadratischen Abweichung und die Varianz. Das hier ist die Varianz. S² ist gleich 1 durch n minus 1. Und jetzt wird aufsummiert i von i gleich 1 bis n. Und jeder einzelne Messwert xi minus den Mittelwert, den wir schon berechnet haben, und zum Quadrat. So, können wir ausrechnen, Zahlen einsetzen, fertig. Was machen wir, wenn wir die Verteilungsfunktion gegeben haben? Nun, da kriegen wir dann ein Sigma-Quadrat raus. Und das ist das Integral von minus unendlich bis unendlich x minus μ zum Quadrat und das Ganze mit der PDF gewichtet. Auf eins möchte ich noch aufmerksam machen, nämlich dass hier unten n minus 1 steht standardmäßig. Der Grund ist, das soll für n gleich 1 unsinnige Werte liefern. Soll unsinnige Werte liefern. So, warum? Wenn Sie nämlich n gleich 1 haben, dann wissen Sie eigentlich nichts über die Verteilung, weil Sie haben eine Messung gemacht. So, dann ist aber der Wert gleich dem Mittelwert oder der Mittelwert gleich dem Wert und dann ist natürlich hier die quadratische Abweichung davon 0 und dann würde, wenn Sie da nicht n minus 1 reinschreiben würden, sondern Sie n reinschreiben würden, also eine eben nicht 0, sondern 1 da stehen würde, dann käme ein sinnvoller Wert für s raus. Das soll vermieden werden. So ist n minus 1 da eben der sinnvollere Ansatz. Auf der rechten Seite möchte ich jetzt mir das Ganze für die Gleichverteilung noch kurz angucken. Nämlich hier die Dinge einsetzen, die wir da schon kennen. Also wir integrieren hier von a bis b. X minus a plus b halbe zum Quadrat und müssen das Ganze noch durch b minus a teilen. Integrieren über dx. So, und das ist dann gleich ein Drittel. Na, da kann ich gleich b minus a drunter schreiben. X minus b minus a halbe zum Quadrat, und zwar in den Grenzen von a bis b. Und das macht dann gleich 1 durch 3 b minus a b minus a halbe hoch 3 minus a minus b halbe hoch 3, also einfach eingesetzt. Und wenn wir das dann ausrechnen, dann kommen wir hier auf b minus a zum Quadrat 12. Also bei uns hier bei uns mit b minus a gleich 1 kommen wir hier auf 0,08. 3, 3 und so weiter. So, die praktische würde hier liefern s² gleich 0,093 und so weiter. Das liegt eben einfach wieder daran, dass wir auch eine endliche
Stichprobe hier an der Stelle haben. Okay, so. Dummerweise ist die Dimension jetzt hier irgendwie Zahlenquadrat. Wollen wir nicht. Und so kommen wir zur Standardabweichung. Mit s gleich ganz trivial Wurzel s Quadrat. Und dann ist das hier s gleich Wurzel 1 durch n minus 1 und dann die Summen i gleich 1 bis groß n xi minus x quer zum Quadrat. So, und auch da kann man die Werte ausrechnen. Das hilft einem aber nicht wirklich weiter. So, auch das hat seine Nachteile, ist aber eine ganz gute Hinführung zu dem, was da jetzt im nächsten Kapitel kommen wird.